Ja, schön. Guten Abend. Es freut mich und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, aus der Hitze der Stadt in die Hitze dieses Raums. Ich spreche heute Abend über Plattformen, das Plattformparadox. Plattformen sind was, was uns allen begegnet. Es ist schwer, ihnen zu entkommen. Man sagt, das sind quasi die Big Five, die fünf großen Tech-Konzerne, die eine ganze Reihe von Diensten anbieten. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, aber zum Beispiel hinter Facebook ist der Besitzer von WhatsApp, von Instagram. Google bietet eine ganze Reihe von Diensten an, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen nutzen. Google Mail natürlich, die Suche, Android, das Betriebssystem wird maßgeblich von Google bereitgestellt. Es ist also wirklich schwierig, auf diese Plattform und ihre Dienste zu verzichten. Es gab mal in einer Zeitung das Experiment, fangen Sie mal an, darüber nachzudenken, auf welche dieser Plattformen könnten Sie als erstes verzichten. Geht wahrscheinlich noch ganz gut bei den meisten von uns. Zweites, drittes. Und dann wird es irgendwann, glaube ich, schwierig. Man könnte vielleicht von einem Produkt des einen auf den anderen überspringen, wenn man bei Nummer drei ist. Aber irgendwann wird es schwierig. Und ganz auf diese fünf zu verzichten, würde für uns wahrscheinlich, für die meisten von uns große Einbußen, Probleme, beruflich, privat mit sich bringen. Also diese Plattformen haben sich mit ihren Diensten sehr tief in unsere beruflichen und privaten Leben integriert. Ganz kurz, ein kleiner Blick zurück oder ein kurzes Gedankenexperiment vielleicht zum Anfang. Man muss nur 10 Jahre oder 11 Jahre zurückgehen. 2007 erst wurde das iPhone eingeführt und damit haben sich Smartphones erst richtig durchgesetzt. Vorher waren Smartphones meistens Blackberries mit vielen Tasten und einem sehr kleinen Bildschirm. Daran sieht man, es hat sich sehr viel verändert. Wirtschaftlich, wenn man nur ganz grob guckt, was sind die wertvollsten börsennotierten Unternehmen? Sieht man heute, hier mit den Zahlen von 2016, aber es ist heute nicht viel anders, sind das diese fünf großen Plattformen. Früher waren es Ölkonzerne, Banken oder so gemischt waren, wie General Electric oder so, aber nicht Medien- oder Internetunternehmen, keine Tech-Konzerne in der Regel. Wenn man sagt, na gut, ist alles irgendwie vielleicht ein Börsenhype, der bald platzt, die Frage kann man sich ja stellen, aber wenn man sich die Umsätze und Gewinne der Unternehmen anguckt, auch da sieht man, wenn man sie vergleicht, zum Beispiel mit Medienunternehmen, klassischen Medienunternehmen, eine enorme wirtschaftliche Stärke. Hier die Umsätze blau, die Gewinne grün, zwischen den großen Plattformen auf der einen Seite und den quasi großen Medienunternehmen Deutschlands, ARD mit seinen Gebühren und den Umsätzen, die sie damit machen, Axel Springer als Konzern mit niedrigen Milliardenbeträgen und den großen Plattformen. Selbst Netflix hat einen sehr viel höheren Umsatz als Axel Springer zum Beispiel, wenn es bei den Gewinnen da auch anders aussieht. Aber dennoch sieht man, es sind sehr junge Unternehmen, die sehr schnell sehr viel Geld verdient haben und sich sehr tief in unsere Leben integriert haben. Als letztes Beispiel für diesen enorm schnellen Wachstum, die Bedeutung in der Nutzung. Hier sind Zahlen von 2017 für die Frage, wie haben Sie Dienste in diesem Bereich in dieser Woche oder gestern genutzt? Die Tagesreichweite über die ganze deutsche Bevölkerung ab 14, glaube ich, hinweg. Und sieht man, soziale Netzwerke und Videoportale sind so ungefähr bei der Hälfte der Bevölkerung. Andere Dienste wie Instant Messenger, WhatsApp vor allem, aber auch die Suche sind bei 3/4. Insgesamt, wenn man quasi alles übereinander legt, sieht man, dass die Tagesreichweite von solchen Diensten inzwischen bei fast 100% angekommen ist. Also ein enorm schneller, enorm großes Wachstum auf Seite der Firmen und enorm starke, tiefe Integration in unseren Alltag, in unsere Mediennutzung, in unser berufliches Leben. Nur ein ganz kleiner Gedanke oder eine ganz kleine Erklärung dafür, ein ganz grundlegender Mechanismus und sogenannte Netzwerkeffekte, die zu solchen Verstärkungseffekten führen oder zu Verstärkungsdynamiken führen. Netzwerkeffekte meint, ökonomisch gesehen, dass der Wert eines Gutes nicht einfach von seiner Eigenqualität abhängt. Zum Beispiel, ob WhatsApp ein besonders guter Messenger ist, der besonders gut unsere Daten schützt, schön designt ist, super Funktionen hat, sondern es gibt eine ganze Reihe von Dingen, Diensten, deren Wert ganz maßgeblich davon abhängt, welche anderen Nutzer sie auch benutzen.
Das klassische Beispiel ist ein Telefon. WhatsApp ist vermutlich das einprägsamste Beispiel für unsere Nutzung heute. Wir entscheiden uns oder tun uns vielleicht schwer mit der Entscheidung, von WhatsApp wegzugehen zu einem anderen Dienst, der vielleicht besser oder sicherer, besser verschlüsselt, datenschutzfreundlicher, whatever ist. Tun wir uns sehr schwer damit, weil viele von unseren Freunden, von unseren Bekannten, von unseren Arbeitskollegen eben auf diesem anderen Dienst nicht sind. Deswegen sind die Wechselkosten so hoch. Switching Costs nennt man das in der Literatur. Und das führt mitunter zu sogenannten Login-Effekten. Ich bin in einem System, wo ich eigentlich gar nicht mehr sein will, aber ich muss trotzdem weitermachen. Die Kosten für mich sind gewissermaßen zu hoch, um zu wechseln. Und das ist eine Erklärung, warum bestimmte Dienste, die am Anfang ein relativ schnelles Wachstum hatten, dann auch erfolgreich werden und gewissermaßen eine Tendenz zur Monopolbildung, zu sehr starken Konzentrationsprozessen auf diesen digitalen Netzwerkmärkten gibt. Das gilt für Messenger-Dienste, das gilt aber natürlich auch für soziale Netzwerke und andere Dienste. Da gibt es immer wieder Gegentendenz, aber es ist ein Grundphänomen, was ganz wichtig ist zum Verständnis dieser Prozesse. Wir sehen also, diese Konzerne und ihre Dienste, sie haben sich sehr tief in unser Leben integriert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mit diesem enorm schnellen, mit diesem sehr tiefgreifenden Wandel erleben wir jetzt eine ganze Reihe von Konflikten, die damit zusammenhängen. Und diese Konflikte betreffen zum einen bei sozialen Netzwerken Inhalte. Was sind legitime Inhalte? Was sind illegitime Inhalte? Wo ist die Grenze des Sagbaren, des Zeigbaren und so weiter? Ein ganz interessantes Beispiel ist dieses Bild. Vielleicht kennen Sie die Geschichte dahinter. Das ist ein ganz wichtiges und bekanntes Bild aus dem Vietnamkrieg, das 2016 dann zum unzähligsten Male publiziert wurde von einer norwegischen Zeitung, auch auf ihrem Facebook-Account. Und Facebook hat dieses Bild gelöscht, aufgrund ihrer Regeln für Nacktheit von Kindern auf Fotos. Die mit gutem Grunde sollten keine nackten Kinder auf Facebook-Posts gezeigt werden. Und auf diesem wurde dieses Foto gelöscht. Und es gab einen riesigen Aufschrei. Diese norwegische Zeitung hat gesagt, dieses Foto ist Teil der Zeitgeschichte. Wir publizieren das doch schon alle schon seit langem, und es ist wichtig, es darf nicht gelöscht werden, es ist Zensur. Und daran entzettelte sich eine Debatte darüber, wie sind diese Grenzen zu ziehen. Facebook versucht sie zu ziehen, hat bestimmte Regeln und rennt damit aber natürlich immer wieder in Probleme. Und dieses ist ein ganz schönes Beispiel, wo man sieht, einerseits natürlich, nackte Kinder sollten nicht gezeigt werden, andererseits ist es gewissermaßen ein so wichtiges Dokument der Zeitgeschichte, das uns allen zeigt, wie furchtbar der Vietnamkrieg und allgemein Krieg sein könnte. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Fragen, die sich damit verbinden. Wir haben in vergangenen Monaten und Jahren diese Debatten um Hate Speech auf Facebook in Deutschland sehr stark geführt, im Kontext der Flüchtlingsdebatten vor allem. Da ist Facebook sehr stark auch unter Druck gesetzt worden von Politikern, was zu tun. Wenn wir aber darüber nachdenken, sind es natürlich nicht ganz einfache Fragen immer. Wo ist die Grenze zwischen einerseits der Freiheit der Meinungsäußerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Hassrede, Anzettelung zu Straftaten, Verletzung von Menschenrechten und so weiter. Und dieser schnelle Wandel, früher mussten das Medienunternehmen auch entscheiden, aber sie hatten juristische Abteilungen, es wurden Klagen geführt von Leuten, das landete dann vor erst dem den Landesrichtern und schließlich häufig solche Fälle aber auch beim Bundesverfassungsgericht, weil sie eben so schwierig zu unterscheiden sind, wo ist die Grenze der Meinungsfreiheit. Wir sehen also eine ganze Reihe von schwierigen Grenzziehungen zwischen legitimen und illegitimen Inhalten. In den letzten Monaten erleben wir diese Debatte über die Frage, was ist legitim, was ist illegitim, nochmal auf einem anderen Level. Wir sprechen über die Rolle von Algorithmen in der Regulierung. Wir sprechen aber ganz grundsätzlich meines Erachtens in den vergangenen Monaten auch über die Legitimität, was da eigentlich passiert. Womit verdient Facebook sein Geld? Wie werden Daten hin und her geschoben? Und dieser Wandel ist damit verbunden, dass wir aushandeln, was sagbar, was nicht sagbar ist, welche Geschäftsmodelle legitim sind, welche nicht. Das hat was mit Regulierung zu tun, es hat aber auch was mit öffentlicher Debatte und gesellschaftlicher Legitimität zu tun. Und es ist nicht einfach. Man kann Facebook für sehr, sehr, sehr viel kritisieren. Man kann Google für extrem viel kritisieren. Auf YouTube gibt es genau die gleichen Probleme. Vielleicht
haben Sie in einem der Vorträge vorher schon davon gehört, es gibt Algorithmen, die neue Videos vorschlagen, und da gibt es verschiedene inzwischen Studien oder Experimente, die zeigen, dass es eine sehr starke Verstärkungseffekte damit untergibt, die zu immer höherer Skandalisierung, Popularisierung führen. Wenn man aber genau hinguckt und sich in die Rolle versetzt, was würde ich tun, sowohl als Unternehmen als auch als Regulierer, so ist es nicht einfach. Denn auf der einen Seite, und das ist das Plattformparadox, wollen wir, dass diese Unternehmen Verantwortung übernehmen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Wir haben gesehen, sie sind zu enorm zentralen Institutionen unserer Gesellschaft geworden, und sie müssen Verantwortung übernehmen mit für diese Dynamiken, die auf ihren Plattformen laufen, wenn wir jetzt erstmal bei Facebook bleiben. Das ist die eine Seite, und ich denke, darüber sind die meisten Gesellschaften überein, dass das Konsens ist. Die andere Frage ist aber, was heißt das, wenn sie Verantwortung übernehmen? Und wir haben es im vergangenen Jahr in Deutschland mit dem NetzDG gesehen, als einen Versuch, regulatorisch sie in Verantwortung und in die Haftbarkeit zu ziehen. Und Facebook unter anderem und die anderen Plattformen dazu gebracht, dass sie sehr schnell Inhalteentscheidungen treffen müssen. Und da stellt sich die andere Frage, wenn wir nun ihnen die Verantwortung auf diese Art und Weise zuschieben, dann müssen sie auch über diese Inhalte sehr schnell entscheiden. Und, so könnte man sagen, wir schieben ihnen sehr viel Macht zu, diese Entscheidung zu treffen. Sowohl substanziell als auch die Kriterien, die dahinter liegen. Das ist also das Plattformparadox. Wie können wir sie in die Verantwortung ziehen, ohne sie ihnen gleichzeitig immer mehr Macht zuzuschieben? Und das ist nicht ganz leicht zu lösen, aus meiner Sicht. Was eine sehr gute Entwicklung ist, ist, dass derzeit diese Fragen enorm politisiert sind und wir sehr viel darüber reden. Aus meiner Sicht findet derzeit so eine Art Aushandlung dessen statt. Wie sollen die Prozesse dafür stattfinden? Was sind legitime Inhalte? Wo sind da die Grenzen? Das sind schwierige Fragen, und die werden derzeit diskutiert. Sie sind endlich gewissermaßen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Die Politik versucht jetzt auch, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, auf nationaler Ebene mit dem NetzDG. Aus meiner Sicht ist es nicht ganz geglückt und hat quasi zu viel Macht in Richtung der Plattformen geschoben, bei dem Versuch, sie in die Verantwortung zu ziehen. Auf europäischer Ebene gibt es neue Versuche, dies anders zu gestalten. Regulierung muss hier auf jeden Fall auch sein. Aber es ist nicht einfach. Und als letzter Punkt, ich stelle mir inzwischen die Frage, sind diese Plattformen vielleicht einfach zu groß geworden? Wir haben immer gesagt, so in dieser Internetforschungs-Community und besonders aber auch die Unternehmen und die Venture Capitalists, diese ganzen Geschäftsmodelle dieser Plattformen sind so gut, weil sie so gut skalieren, weil sie so schnell wachsen, von 100 Nutzern auf eben 2 Milliarden, aufgrund unter anderem dieser Netzwerkeffekte. Inzwischen würde ich sagen, schwierig, wenn Facebook zum Beispiel zwischen legitimen und illegitimen Inhalten unterscheiden muss und weiterhin von sich als einer Community redet, ist das natürlich irgendwie absurd. Aber sie versuchen es weiter so zu fahren. Eine Community kennzeichnet sich aber dadurch durch gewissermaßen geteilte Werte und durch Inklusion und Exklusion. Das ist natürlich bei 2 Milliarden Menschen absurd und Quatsch. Und da stellt sich mir die Frage, ist es vielleicht das Ende der großen Plattform? Funktioniert das vielleicht einfach nicht mehr? Wenn wir sie in die Verantwortung ziehen, müssen sie diese Unterscheidung treffen. Und das funktioniert nicht für 2 Milliarden, für quasi die gesamte Menschheit. Damit komme ich zum Ende.